Ups. Ja, das ist irgendwie ein Triebwerk. Das ist wohl ein Schlachtkreuzer oder irgendwas verloren hat hier. So sieht es zumindest aus. Ups. So, da ist eine Kiste. Sehr verführerisch, ne? Die Kiste. Ah ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mich damit durchzukämpfen da. Warte mal eben. Können wir hier noch weiter? Oder bin ich jetzt ganz falsch? Da geht es irgendwie nicht weiter. Leute, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verflogen. Kann das sein? Ich vermute einfach mal erstmal wieder hier lang. Oh, guck mal hier. Straße gefunden. Sieht immer gut aus. Das ist aber auch ein Riesenplanet hier. Über uns ist wieder ein Schlachtkreuzer, würde ich sagen. Warte mal, ich guck mal eben. Oh, guck mal, wir sind um... wir fliegen wieder zurück. Ich glaub's ja nicht. Ey, wie kann man denn so dusselig sein? Tatsache. Wie haben wir das denn gemacht? Warte mal. Jetzt gucken wir ein paar Mal auf die Karte rauf, damit wir... Ey, ich bin zurückgeflogen. Kann ja wohl nicht angehen. So. Dass uns das nicht nochmal passiert. Hier ist eine Kreuzung jetzt. Kommen wir da durch? Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Wir müssen irgendwie jetzt nach links. Irgendwie in die Richtung. Ups. Aber gibt es da denn einen Durchgang? Ah, hier vorne, nicht? Da. Also erstmal noch wieder ein Stück zurück, wo wir schon gewesen sind. Okay. Und jetzt muss es hier gleich irgendwo rechts abgehen. Dieser Weg hier. Genau. Hier hätte ich eben durchgemusst. Das sind Leute, die auf meiner Seite sind. Ah, Republikaner. Ah, wunderbar. So, hier fällt mir das. Ah. Okay, wir sind wieder auf Kurs. Ich schau mal eben. Wir müssen jetzt da lang. Oh oh, ein Goldi. Gut dran vorbeigekommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Also auf Corellia in der Zukunft. Weil ich habe ja auch mal früher Star Wars Galaxies gespielt. Nein. Auf Corellia in der Zukunft gibt es keine Megastädte, sowas wie dies hier. Gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch kleine Städte und viel Landschaft, sag ich mal. Wir müssen da lang. Also ich habe ja auch mal damals das gespielt. Kennt ihr das Spiel? Star Wars Galaxies. Star Wars Galaxies wurde zwei, drei Tage bevor dieses Spiel hier online gegangen ist, wurde Star Wars Galaxies damals abgeschaltet. Ach, das war wirklich sehr traurig gewesen. Ich habe es jahrelang auch gespielt. Hatte auch mal zwischendurch eine Pause. Hat man ja immer bei irgendeinem Game. Ne? Aber das war richtig... richtig klasse gewesen damals. Man kann es auch wieder spielen auf dem Free-Server, sozusagen. Das haben Leute neu aufgesetzt. So, wo müssen wir hin? Wir sind gleich da. Und läuft sehr gut. Ja gut, die Grafik ist natürlich sehr veraltet. Aber macht immer noch Laune. Ich war da auch mal einmal wieder drauf gewesen. Das war auch wieder ein bisschen länger her, aber, ne? Bringt Laune. Das reicht, wenn man es nicht kennt.
So, der erste Turm. Alles ist gut. So, den haben wir schon mal, den ersten Turm. Und jetzt den anderen. Wo ist der denn jetzt geblieben? Da. Dann müssen wir da vorbei. Ja, ich gebe ja zu, ist ein bisschen hoch. Plopp. So, ich muss nochmal gucken. Ich muss nochmal gucken. Wir müssen jetzt dahin. Wir kommen links oder rechts an dem Gebäude vorbei. Sollten wir zumindest. Das sagte ich ja. Ziemlich schrottig, der Planet. Da ist auch wieder ein Schiff runtergegangen. Seht ihr das? Deswegen wahrscheinlich auch in der Zukunft, dass es solche Megacities nicht mehr geben wird. Weil alles in Schutt und Asche gelegt worden ist. So, das muss jetzt hier doch irgendwo sein, der Eingang. Oder müssen wir noch einen weiter? Ich hasse es immer, auf die Map zu gucken, aber es nutzt ja noch nichts. Hä? Da auf der Brücke? Warte mal. Die andere Seite, andere Seite. Okay. Kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor gerade, aber wir schauen mal eben. Das ist wahrscheinlich hier oben drauf. Hier irgendwo jetzt. Ja, wir müssen hier rein. Mal gucken, ob wir durchkommen. Hallo. Ihr habt mich nicht gesehen, nicht? Scheiße. Aua. Ach. Bisschen Feuer ist nicht so schlimm. Da ist das Ding. Warte mal. Können wir den irgendwie umfahren? Nein, komm, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das ist jetzt. Den machen wir platt jetzt hier. Das war's schon. Gut, den Gold, ich glaube, den müssen wir nicht. Ich glaube, der sieht uns gar nicht. Kann man so dran vorbeilaufen. Ja. So. Und den zweiten Turm. Bonus erledigt. Da gibt wieder schon Punkte. Zack, 31.000 Punkte. Das ist doch richtig genial. Ich glaube, so einen Sturz werden wir nicht überleben. Und dann müssen wir wieder ganz hierher eiern. Das lassen wir lieber. So, aufsatteln. Durch. Komm, Nadja. Mal diese klasse, die Musik hier zugespielt wird. Jetzt gehen wir mal wieder hier durch. Hallöchen. Ihr seht mich nicht. Ah, Scheibenkleister. Das hätte jetzt schief gehen können. Puh, Glück gehabt. So, da wollen wir jetzt mal zur Landezone hin. Landezone 12 oder Zone 12. Ein bisschen heilen, so. Schon okay. Okay, und wieder ausradeln. Warte mal, müssen wir jetzt da lang oder müssen wir da durch? Wir müssen bestimmt da lang. Ganz schön was los hier. Mal hier lang. Und wir sind da. Hier ist ja echt...
Hier stirbt der Bär, würde ich sagen. Okay, da hinten ist die Kapsel. Dann müssen wir mal eben hier viel Platz. Bam. Okay. Oh, 4 von 15. Es gibt einen Bonus. Jetzt, wo es für die 250 Erfahrungspunkte plus gibt hier oben. EP-Bonus. Ne? Vor 250%. Ja, da muss man echt alles mitnehmen, was man kriegen kann am besten. Also, haha. 7 von 15. Scheint mir so wieder alles erledigen hier. So, 10 von 15, warte mal. Ich soll... So viel sind hier gar nicht. Da sind noch 2 oder 3. Hallöchen. Von 15. Ich komme vielleicht auf 14. Ah, die sind auch noch 2. Ja, dann ist ja gut, dann klappt das ja. Tatsächlich alle, wie sie hier sind, um den Bonus zu bekommen. So, wir haben ihn gleich. Das war's. Sehr schön. Und jetzt holen wir unser Crewmitglied. Nehmt euch einen Moment Zeit, euch zu erholen. Gebt mir nur 5 Minuten unter diesem wunderschönen Himmel. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Hier, die komplette taktische Datenbank eines imperialen Schlachtschiffs. Sicher geborgen. Diese Informationen sollten wir sofort mit dem republikanischen Kommando und dem Hohen Rat der Jedi teilen. Nicht jetzt gleich. Eine der Dateien ist beschädigt. Vielleicht mit Absicht. Holiday muss sie reparieren, bevor wir sie weitergeben. Gibt es einen sicheren Ort, wo wir die Datei reparieren können? Der Ton ist gestört, aber ich habe etwas gehört. Es könnte um den Erstgeborenen gehen. Der Widerstand hat in der Nähe ein Versteck. Wenn es um den Erstgeborenen geht, muss ich diese Datei sofort sehen. Ich weiß nicht, ob ich mithalten kann. Ich bin doch noch ziemlich angeschlagen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um euch unsere neuen Freunde vorzustellen.
Macht aber keinen Druck, wenn das seine Wunden verschlimmert. Noch mehr dunkle, enge Räume? Aber wenn es am anderen Ende ein Kolto-Pack gibt, bin ich dabei. Wir sehen uns im Versteck. Okay. Den haben wir schon mal gerettet, das ist schon mal erledigt. So, kehre zu Captain Dryson zurück. Warte mal. Wir werden mit Sicherheit nicht den ganzen Weg jetzt zurückgekurven. Von wegen. So. Erstmal zurück zur Kantine und von da aus gehen wir zu Captain Dryson. So. Warte mal, wenn wir schon mal hier sind, können wir ein bisschen Schrott verkaufen. Mit Sicherheit. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Schrott verkaufen. Überzeugt euch selbst. Ja, das tun wir mal hier. Hat mich sehr gefreut. Jupp, mich auch. So. Ach, warte mal, wir können ja wieder aufsatteln. Irgendwo ist doch hier ein Briefkasten, weil ich habe Post. Sie haben Post. Nee, das ist kein Briefkasten. Da. Mhm. Da gibt es eine Belohnung. Dankeschön. Bla 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 bla. Hahaha. Ja, gut. Das ist wieder Schrott. Löschen. Ah, ich habe einen Astromektorin geschenkt bekommen. Wofür? Um den 4. Mai 2017 zu feiern. Aha. Ja, dankeschön. So, wo war er noch gewesen? Da unten. Ja, dann rechts.